Fall gemacht. Oder vielleicht schon die zweite, ich weiß es gar nicht. Geh bitte weg. Geh bitte weg. Geh bitte weg. Ne, schon wer so einen bekloppten Namen hat, ey. Solltest du zuschauen, es tut mir leid. Aber du gehst mir auf den Senkel. Von diesen netten kleinen Langfingern brauchen wir auch etwas. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das hier gleich so vertroppt. Wirklich, ne? Weil ich bei dem ersten Versuch hatte ich das in 5 Minuten, die Dinger zusammen. Und bei dem zweiten Versuch hatte ich die Dinger in einer halben Stunde nicht zusammen. Also manchmal ist das Spiel wirklich manchmal verwirrend. Wo ist denn jetzt hier das Ding? Tor. So. Hui. Was gut ist, ich one-hitte die schon. Das kann auch gar nicht ganz schlecht sein. Da rennt noch ein anderer rum. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ist eine gute Frage, ne? Hier muss doch noch irgendwo Torf sein. Oder war das hier? Scheiße, du, ich weiß das gar nicht mehr. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was ist das? Hey, komm raus. Sind Kinder von dem oder was, ey? So ein bisschen wie League of Legends. Ein bisschen. So von der Ansicht her. Jetzt nicht von der Grafik, ich meine von Ansicht halt, ne, hier so. Bloß nicht so übersichtlich. Wo ist denn eigentlich die Hütte von dem, Torfdingens? Hier, ne? Ist schon. Vom Roland schieß mich tot. Naja, wir brauchen ja bloß noch 6 von den Dingern. Fällt mir doch nicht so schön. Stecken wir noch den Laden hier noch an. Kann es doch kaum besser werden. Ich
frag mich bloß, wo der Torfeind ist. War das nicht hier sogar? Och man, das leckt aber. Aha, genau hier war es ja. Das ist also der Torf. Trockener Torf. Interessant. Und jetzt müsste ich noch eigentlich diese kleinen Langfinger gehen und damit wäre dann schon unsere Aufgabe abgeschlossen. Eigentlich. Na, müssen hier nicht mal wieder welche kommen. Mal reinfeuern. Müssen die hier nicht aus diesem... Und wir brauchen noch zwei von diesen Torfdingern. Da gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Hier müssen die doch wohnen in diesen... ähnlichen Ziegeldingern. Im Übrigen, ich habe ja auch schon ein paar Online-Spiele gespielt, ob das jetzt nun Runes of Magic oder World of Warcraft ist. Mein erstes Spiel war im Übrigen Nostale und für den Anfang ist das gar nicht so schlecht gewesen. Für den Anfang. Jetzt wird einige, Nostale, ja voll das Babyspiel. Ich sag dir für den Anfang. Und eine brandheiße Information, schon mal eine Vorinformation sozusagen. Wenn Guild Wars 2 rauskommt, werden Klaus und ich ein Let's Play machen. Ob wir das zusammen machen oder einzeln, das wissen wir noch nicht. Aber es kommt 100%ig. Freut euch schon mal drauf. Falls es denn noch irgendwann dieses Jahr rauskommen sollte, würde es 100% von uns Let's Played. Beta-Version läuft ja schon, aber wir warten lieber, bis das komplette ganze funktionierende Spiel rauskommt. Nein, das war jetzt wieder fehl. Och man, wo sind denn die kleinen süßen Langfinger? Kommt raus, ich will mit euch spielen. Warte, ich höre euch. Ha, da seid ihr ja. Kommst du zu mir? Seite regnet und auf der anderen Seite nicht. Ist ja mal wieder sehr realitätsnah, wie bei Minecraft. So, schauen wir mal in den Inventar. Vielleicht können wir das schon ausrüsten. Können wir mal gucken hier. Was ist das denn hier? Was ist das? Das geht gar nicht. Karl schießt mich tot. Meine kleine Freunde, kommt doch zu mir. Ich will doch nur spielen. Okay, manche Angriffe werden hier noch ein bisschen fail. Aber es wird mit der Zeit, das verspreche ich euch. Wenn ich mich erstmal hier reingefitzt habe. Und Stufe 4 erreicht. Yeah! Damit haben wir jetzt ein bisschen mehr Schaden raus. Setzen uns dann mal die Krone auf und sieht jetzt aus wie König Arthur persönlich. Muss ich denn überhaupt noch die Aufgaben machen oder bin ich damit schon fertig? Ja, 12 Torfstecher, also nur noch diese Werkzeuge von den kleinen Langfingern, von den süßen kleinen fiesen Langfingern. Ich finde das Spiel gar nicht mal so schlecht. Ich habe schon ein paar Videos gesehen. Und es ist schon ein bisschen wert, das zu Let's Playen. Vielleicht dauert es ein bisschen ewig.
Aber das ist. Jetzt kommen die an, wo ich die Aufgabe abgeschlossen habe. Ja, jetzt kommen sie alle an und schießen, oder was? Oh, ist noch nicht wieder bereit. Ist ja klar. Klugscheißer. Und dann bin ich schon rumgeleckt. Okay. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal wieder. Das tut die schon richtig one-hitten. Nein, wir gehen jetzt mal wieder zurück nach Grimford und geben da unsere Quests ab. Und es leckt mal wieder, dafür möchte ich mich entschuldigen. Im nächsten Teil wird es bestimmt besser. So, dann gehen wir als erstes mal... Ja, genau. Zum alten Torfpeter Peter Heinrich. Franzose, also Franzosen spielen hier auch. Und was ist das eigentlich? Täglicher Login-Bonus. Täglicher, kleine Überraschungskiste. Aha, man kriegt also auch einen Login-Bonus. Da schauen wir mal, was da drin ist. Ein Heiltrank. Okay, ich hätte jetzt ja auch nicht die übelste Anfangswaffe erwarten können, aber ein Heiltrank für einen Mage, das ist ja wieder... Oh, jetzt habe ich nicht gelesen. Oh, fuck. Ach, ja. Wir sind jetzt mit den Abgesandten. Scheiße, jetzt habe ich nicht... Ach, Mann. Gut. Dark Legends. Wenn einer sagen würde, er hätte sich zu den Langfingern rausgetraut, unsere Werkzeuge zu holen, würde ich erst glauben, wenn ich sehe. Was, ihr habt die Werkzeuge? Ist ja ein Ding, muss sagen, so einen tatkräftigen Herrn findet man sonst nur unter Arbeitern. Aber es sind noch Viecher da, oder? Wird sagen, erst wenn alle weg sind, können wir wieder schaffen gehen. Vielleicht. Und er hat noch einen Auftrag für uns. Ihr könnt vielleicht wieder was tun. Ich gehe nämlich erst wieder raus, wenn auch alle meine Kumpels ihre Werkzeuge haben. Und wenn die Viecher wirklich weg sind, wird auch immer was für... springen lassen, wenn ihr wieder den Hals für uns riskiert. Na gut, dann machen wir das einfach mal. Nehmen wir mal an und gehen zum Torfstecher Duncan. Hast du das Zeug aus dem Dartmoor für mich geholt? Den Schnaps, den trockenen Torf und das Kraut für den Krummeltee gegen die Kopfschmerzen? Ladach. Das war sehr freundlich von dir. Wir machen das sonst hier immer alles selbst. Hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger damit. Ist ja nicht so ruhig wie sonst da draußen, ne? Ich hoffe, das wird bald wieder, sonst kommt alles immer wieder ganz durcheinander. So. So. Der ist im Übrigen im PvP-Modus, halt, wenn ich mich auch in den PvP-Modus...